Willkommen zu meiner neuen Videoreihe mit dem Thema Werkstofftechnik und ich möchte einfach die folgenden Videos nutzen, euch ein bisschen den Vorlesungsinhalt der Vorlesung Werkstofftechnik oder vielleicht kennt ihr es auch als Werkstoffkunde, ein bisschen näher zu bringen. Ich baue das Ganze so auf, dass wir erstmal mit dem Grundlagenwissen starten, uns erstmal einnorden und dann ja entlang einem roten Faden, wie man immer so sagt, alle Themenbereiche durchgehen. Ihr könnt aber einfach in der Playlist gucken, wenn euch jetzt nur ein bestimmtes Thema oder so interessiert, müsst ihr euch nicht alle Videos angucken, dann geht ihr einfach zu dem jeweiligen Thema. Und viel mehr gibt es vorab eigentlich gar nicht zu sagen. Und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Thema, und zwar der Einteilung der Werkstoffe. Und in diesem Video klären wir ja zwei Leitfragen, sage ich mal. Und zwar ganz klar, in welche Gruppen lassen sich die Werkstoffe überhaupt einteilen? Und was sind die gängigsten Werkstoffe? Und da schauen wir uns einfach die typischen Repräsentanten der jeweiligen Gruppe an und dann haben wir das in einem quasi mitgeklärt. Wie teilen wir unsere Werkstoffe jetzt ein? Werkstoffe werden eingeteilt in Metalle, Nichtmetalle und Verbundwerkstoffe. Die Metalle schauen wir uns jetzt zuallererst an und bevor wir die Metalle genauer betrachten, können wir schon mal sagen, dass Metalle ganz klar den Fokus bilden. Also aufgrund der guten Eigenschaften, die Metalle haben, wie thermische und elektrische Leitfähigkeit und dass Metalle eine gute Festigkeit haben, dennoch gut verformbar sind, weswegen sie beispielsweise im Karosseriebau für Autos oder so verwendet werden. Deswegen ist ganz klar, Metalle bilden den Schwerpunkt und deswegen gehen wir hier auf die Metalle auch ein bisschen genauer ein. Und zwar unterteilen wir Metalle einmal in Eisenmetalle und Nicht-Eisenmetalle. Eisenmetalle enthalten Eisen. Really, nigga? Und das ist genau einfach das Eisen, so wie wir es aus dem Periodensystem kennen. Und zudem enthalten Eisenmetalle auch einen gewissen Prozentsatz an Kohlenstoff. Und da treffen wir dann jetzt auch eine Unterscheidung. Und zwar je nachdem, welcher Kohlenstoffgehalt vorliegt, unterscheiden wir zwischen Stahl- und Gusseisen. Dabei gilt die Regel, dass Stahl einen Kohlenstoffgehalt hat, der unter 2,06% liegt. Und von Gusseisen sprechen wir, wenn der Kohlenstoffgehalt über 2,06% ist. An dieser Stelle blende ich mal das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ein. Wenn ihr die Vorlesung Werkstofftechnik hört, dann ist euch das entweder schon über den Weg gelaufen oder es kommt auf jeden Fall noch. Sieht jetzt erstmal wüst aus, aber ich will nur eine kleine Sache verdeutlichen. Und zwar, wenn wir uns mal die X-Achse anschauen, wo wir hier die Zahlen 0, 1, 2, 3 bis 7 haben, sehen wir, dass wir hier den Kohlenstoffgehalt haben. Und des Weiteren stellen wir fest, dass wir hier in dem Bereich von 0 bis 2,06 die Bezeichnung Stahl haben und darüber hinaus sprechen wir dann von Gusseisen. Also das könnt ihr auf jeden Fall schon mal mitnehmen fürs Eisen-Kohlenstoff-Metall, dass man da entweder von Stahl oder von Gusseisen spricht oder generell, wenn man eine Zusammensetzung von Eisen und Kohlenstoff hat. Dann haben wir gesagt, es gibt noch Nicht-Eisenmetalle und diese unterteilen wir in Leichtmetalle und Schwermetalle. Kriterium hierfür ist einfach die Dichte. Leichtmetalle haben dabei eine Dichte, die kleiner ist als 5 Gramm pro Kubikzentimeter und Schwermetalle haben eine Dichte, die größer als 5 Gramm pro Kubikzentimeter ist. Hier habe ich mal ein paar Repräsentanten: Magnesium, Aluminium und Titan für die Leichtmetalle, Nickel, Chrom, Wolfram, Kupfer und auch die Edelmetalle Gold und Silber als Schwermetalle. Und das war auch schon alles, was wir erstmal über die Metalle wissen müssen. Und somit kommen wir dann zu der zweiten Gruppe, den Nichtmetallen. Nichtmetalle unterteilen wir in Naturstoffe und in synthetische Stoffe. Und Naturstoffe haben wir einmal pflanzlich und tierisch. Als pflanzliche Stoffe können wir Holz, Graphit, Harze und Baumwolle nennen und als tierische Stoffe beispielsweise Wolle und Leder. Synthetische Stoffe ist nochmal eine ganze Welt für sich. Ich blende euch hier mal die Übergruppen ein. Da haben wir einmal die Kunststoffe, die auch als Polymere bezeichnet werden, Keramiken und Gläser. Und weil hier das wieder Überkategorien sind, werden diese nochmal genauer unterteilt. Aber wenn wir da jetzt überall drauf eingehen würden, würde es einfach den Rahmen sprengen. Und zudem ist das an der Stelle jetzt auch nicht notwendig. Wenn das später im Verlauf nochmal wichtiger wird, gehen wir da einfach nochmal genauer drauf ein, da wo wir es brauchen. Aber zunächst denke ich, dass hier die Unterteilung soweit reicht.
Damit haben wir auch die Nichtmetalle betrachtet. Jetzt schauen wir uns noch die Verbundwerkstoffe an. Und Verbundwerkstoffe sind recht einfach erklärt. Und zwar ist das eine Verbindung von mindestens zwei Werkstoffen. Dabei ist es jetzt egal, ob die aus einer gleichen oder einer unterschiedlichen Gruppe kommen, ob es jetzt beispielsweise beides Metalle sind oder Metalle und Nichtmetalle. Das ist ganz egal. Und Ziel davon ist es, dass wir einen Werkstoff mit einer optimalen Eigenschaft erzeugen wollen. Und um zwei kurze Beispiele zu nennen, haben wir einmal glasfaserverstärkte Kunststoffe oder mit Siliziumkarbidteilchen verstärktes Aluminium. So, das war's auch schon zu diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Zwei Sachen will ich euch noch anbieten. Zum einen den Link zu meiner Homepage, da könnt ihr noch weitere Maschinenbauvideos euch ansehen. Alles kostenlos und ihr müsst euch auch dafür nicht anmelden. Und unten geht es dann zum nächsten Video von hier der Videoreihe. Dort gehen wir dann auf die Eigenschaften der Werkstoffe ein. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ciao!